Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered. Wir sind hier in Lordaeron angekommen und zuallererst, damit dieses Ding da weg ist, sollen wir das Leuchtfeuer entfachen und aufsteigen. Da. Und wir können jetzt hier Sachen verbessern. Kann ich auch die rechts verbessern? Warte mal, Vitalität. Vitalität erhöht meine Resistenz. Entschuldigung. Und meine TP. Aber warte mal, ich brauche... Genau, das ist wichtig. Denn ich habe richtig wenig Ausdauer und ich brauche mal erstmal ein bisschen mehr Ausdauer. Ach, da steht sogar, wie viele Seelen ich gebrauche. Ich habe jetzt 741 und wenn ich mehr habe, dann kostet das immer mehr, okay? Stärke erhöht... Ja, brauche ich nicht. Ich bin eher ein Geschickscher, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal 3 Punkte auf Kondition. Ich hoffe, dass die 5 Punkte Ausdauer merksam sind. Also, dass man die merkt. Weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ist aber auch egal. Denn das sind ja meine Sachen. Ja, da ist dieser kleine da oben. Da ist dieser kleine Balken jetzt mit vorgekommen. Der wird jetzt alles rausreißen. So, jetzt will ich mal eben kurz diese Nachricht hier lesen. Gelobt sei die Sonne. Ja, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, auf jeden Fall. So, und du bist? Since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. Sollen wir die nicht sowieso läuten? Also wir haben... Nee, warte, ich habe eine Fackel bekommen. Das war's. Sind hier Seelen? Menschlichkeit 3. Okay. Wie kann man denn hier sterben? Da vorne ist so ein roter Punkt und hier auch. Das sind ja immer die anderen, die sterben, ne? Gucken wir erstmal hier um. Hier gibt's ja bestimmt... irgendwas, was ich plündern kann oder so. Ich glaube, ich bin in den falschen, doch nicht. Der Brandbombe. Oha. Okay, kann ich nicht, warum nicht? 10 Estus Flask hat man. Das ist ja ultra krass. Warum hat man 10 von diesen Flask? Ach, da ist der Rabe. Der hat uns letzte Folge abgeholt. Und das hier ist eine Statue, eine leere Kiste. Kann ich die Kiste kaputt? Nein. Kann ich kaputt schlagen. Ich find's mega lustig, dass man die ganzen Vasen kaputt schlagen kann. Aha. Oh, da vorne ist wieder was. Da können wir rüber. Nice. So, was haben wir hier? Wir wollen ja nicht losgehen ohne den ganzen... Seele. Ohne den ganzen Loot hier mitzunehmen, ne? Aber man kann auch mit Alt langsam gehen. Krass. Kann man auch schleichen? Wahrscheinlich ist das hier schleichen. Weil der sehr leise wird. Gut. Danke fürs Abholen. Empfehle ich bei Uber. Gut. Pass auf. Famose Waffe. Famose Waffe? Hundert pro stehen gleich diese Knochen da auf. Mal gucken. Ja.
Okay, zwei Stück. Dann komm mal hoch. Komm mal hoch. Los, komm. Oh, 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 oh. Ich sollte wegrennen. Und tschüss. Ich glaube, das klappt nicht. Okay, dann muss ich die... Hey, was ist das denn? Das schaffen wir schon noch. So, warte mal. Erstmal sollte ich... ein bisschen Distanz aufbauen und dann die Estus Flaskon. Zack. Junge! Ei! Warum sind die denn auf einmal so stark? Was mache ich denn jetzt? Kann mir der Typ unten am Lagerfeuer helfen? Hauen die ab? Oh, das fände ich gut. Dann gehen wir mal ins Lagerfeuer. Geht nicht. So. Sehr gut. Ja gut, dann da nicht lang. Dann gehen wir da lang, wo ich meine, dass ich es kenne. Das müsste hier gewesen sein. Okay. Ich hoffe, ich mache denen nicht auch so wenig Schaden. Komm ran. Los, komm. Ah, dem mache ich mehr Schaden. Ist gut. Kommst du? Hier vorne. Wo willst du denn hin? Warte. Warte, warte, ich will... Moment. Genau. Das klappt prima. So, Nummer 2. Und der da oben wird doch sicher runterspringen, oder? So, komm du erstmal hier ran. Der wirft mich ab! Alter! Der wirft Molotovs! Huja! So, jetzt muss ich mal eben schnell da hoch. Nein! Oh, der ist runtergefallen. Ich glaube, das sehen wir auch noch öfter. Noch ganz viel öfter. Naja, und auf ein neues. Gut, dass man hier nicht speichern kann. So, jetzt würde ich die ganze Zeit speichern. So, dann komm mal ran jetzt. Hier rüber. Hauptsache irgendwo rumfuchteln, damit irgendwas passiert. Aua, scheiße. Ja, es funktioniert. Gut, dass wir so viel aushalten. Oh, ist das da mein Kreuz? Mein Kreuz? Mein Zeug? Jau! So, dann fangen wir mal an mit dir. So, und jetzt geht's. Nee, mit dir. Mann! Streitachs? Will mir die Streitachs gern angucken. Aber das ist, glaube ich, nicht gut, wenn ich das hier mache. Unten ist ja noch der eine Dude. Den machen wir mal fix weg. So, da, komm ran. Los. Pieks wieder, deine komischen Pieks-Dinger. So brutal, wir haben dem glatt durch das ganze Kreuz gedingenst. So. Jetzt ist nur die Frage, kann ich da vorne rüberspringen, weil da hinten ist was. Ich probiere es einfach mal aus. Es klappt nicht. Ja. Probieren geht über Studieren. Ich meine, wir sind auch am Anfang. Ich hoffe, es gibt nicht irgendwo einen Todescounter hier im Spiel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gestorben bin. Folge 2 und mehr als 2 Tode. Ist aber nicht schlimm. So, probieren wir weiter. Da ist wieder das grüne Zeug. Das ist unser Zeug. So, kommst du mal runter, bitte. Hier vorne. Hier. Danke.
Hey, hier wird nicht geblockt. Klar. So, lass mich mal eben meinen Kram einsammeln. So, du kommst jetzt mit. Ne, hier vorne bitte. Der mit seinen komischen Molotows, der gefällt mir nämlich nicht. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Bin ihm voll in seine Waffe gesprungen. Gut, saufen wir mal. Gut, dass der nicht so weit werfen kann. So, wir starten mit dir. Aua! Jetzt kommen wir nicht mit, du bist scheiße. Ich weiß, dass ich scheiße bin. Aha. So. Also, springen geht nicht. Ich weiß nicht, wie man das da hinten bekommen soll, aber hier hinten ist ja auch noch Loot. Verlorener Untoter. Was auch immer das ist. Guck mal, ich habe schon wieder genug Seelen, damit ich eigentlich mir was skillen könnte. Ah ja. Ach, ich wollte mir die Streitaxt angucken, ne? Warte mal. Oha. Zu schwach, um einhändig zu führen. Musst du mit beiden Händen führen. Ja, dann lass es doch einfach in zwei Händen führen. Die macht viel Schaden. Hä? Und was war das jetzt? Stehe ich nicht. Ich hab's gleich. Ist das nicht zweihändig? Hä? So. Wie kann ich denn auf beidhändig wechseln? Hä? Keine Ahnung. Ja, dann mache ich's nicht. Kann mir einer sagen, wie ich auf beidhändig wechsle, bitte? Das wäre nett. Ich würde gerne die Streitaxt ausprobieren, aber ich bin zu schwach, um die zu tragen. Da fehlen mir die Stärkepunkte für. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, okay. Dann gucken wir hier lang. So. Oh, es ist aber tristes Wetter, du. Also, zwei Untote. Dann machen wir die mal weg. Alter. So, zweiter. Höhlenkriegerrüstung. Oh, ist die gut? Warte. So, schwarze Leder. Bei manchen besser, bei manchen schlechter. Nee, da bleibe ich bei meinem, meiner Grundausstattung. Kann ich hier runter? Oha, kommst hier ganz dramatisch näher, hm? Ach, du Scheiße! Hey, manchmal raff ich den Autofokus nicht. Da fokussiert er was, was am ADW ist. Kann nicht sein, dass hier nichts in den ganzen Sachen drin ist. Los! Muss auch irgendwas drin sein. Ach, so ein Dreck. Kann ich denn hier hoch? Nie im Leben, Alter. Der schafft die letzte Stufe nicht. Okay, also. Da unten, ich weiß nicht, ob ich da noch hochkomme. Aber ich probiere es einfach. So, hier unten war jemand. Einmal das. Und dann noch... Hier war doch einer. Hä, ich weiß ganz genau, dass hier einer war. Wow! Wo kommen die denn alle her jetzt auf einmal? So. Aha. Schwäche. Stoß. Warum Stoß? Der ist schon tot.
Naja, weiß ich auch nicht. Kann ich das hier aufmachen? Nicht? Mist. Das heißt, nach oben komme ich nicht mehr. Dann gehen wir halt weiter. Und das hier ist? Normales Fass. Ist ganz schön viel qualmt, beziehungsweise... Ich will ja nichts sagen, aber da hängen noch Leute. Kommen die gleich alle hoch? Das wäre ja was so. Mensch. Und tschüss. Und tschüss. Nessa. Und Nessa. Nice. Das wollte ich schon immer mal haben. Abfall. Was bringt mir das? Nehmen wir einfach mal alles mit. So. Ach, guck mal, wir kommen doch wieder nach oben. Nett. So. Wo habe ich das denn jetzt herbekommen? Die beiden, die runtergefallen sind, vielleicht? Möglich. Menschlichkeit. Wofür ist Menschlichkeit? Kann man sich dann wieder zum Mensch machen? Zeichen des Grabfürstendieners berühren. Diener des Grabfürsten. Invasion in die Welt des Grabfürsten. Auf keinen Fall. Ich weiß gar nicht, was das ist. Hinterteil. Warum denn jetzt Hinterteil? Oh. Hier können wir wieder Sachen kaputt machen. 100%. Wenn ich nicht die ganzen Dinger kaputt mache, kommt irgendwann mal eine Stelle, wo in diesen Teilen richtig was Wertvolles drin ist und ich hab's nicht rausgeholt. Ich denke, es gibt keine Drachen mehr. Hi, Witzka. Ist das aber schön hier. So, ja. Jetzt ist so die Frage. Wie kann ich denn... Warte mal. Kann man hier... Ich will mal was... Hut. Wenn ich den Hut ausstelle... Oha. Genau das brauchte ich. Jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt ist der Hut aus und jetzt kommt der Typ ran. Ei, ich hoffe... Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. So. Tut mir leid, dass ich das gerade noch so ein bisschen spartanisch mache. Ich muss mich hier erst noch reinfinden. Zum einen, was das Screenshotten für Thumbnails angeht. Oh, das Kurzschwert. Und eine Höhlenkriegerrüstung. Naja. Dann schauen wir doch mal. Ist das Kurzschwert besser als mein Banditen? Es ist besser. Oha. Nice. Dann schauen wir doch mal. Hier liegen irgendwie unheimlich viele Blutflecken rum immer. Ja, meinst du, ich hab das nicht? Das gibt's nicht. Mir fehlt genau einer. Kannst du auch deine Mates treffen? Wie es aussieht, nicht. So, Kollege. Du kriegst als nächster die Hucke voll. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul. Ach, der hält... Lol, der hat auch Festus Flask. Krass. Und die da unten hatten nichts, aber hier sind noch Gegner. Ich wechsle wieder auf mein Banditenmesser, denn das ist ein bisschen schneller, verbraucht ein bisschen weniger Ausdauer und ich habe nicht genug Schaden, um gleich mit einem Hieb die Dinger kaputt zu machen. Warte mal. Das sind zwei solche Ekeldinger, ne? Hat der einen Speer? Komm doch mal hierher jetzt. So, jetzt laufen wir mal an dir vorbei. Und an dir auch. Kann ich nicht hinter dich? Kannst du mal hierher kommen?
Kannst du mal hierher kommen? Hallo? So, jetzt muss ich mal kurz... Ah ja, wenn er deinen Mate, wenn ich seinen Mate in den Rücken steche, dann wartet er, bis ich fertig bin. Bin ich Tulli mit. Alles gut. Gefällt mir. So, 2000 Seelen schon wieder. Mein Gott, dann können wir locker wieder ein paar Level aufsteigen. Aber erstmal machen wir hier ein bisschen aufräumen, ja? Die ganzen Kisten, die liegen hier sowas von im Weg. So. Was haben wir denn hier? Was zum... Moment! Lass mich eben Pulver aus der Wiedermalsflasche trinken. Oder... Minecrawler-Sekret? Ich weiß es nicht. Es sieht ekelhaft aus. Wo will der denn jetzt hin? Warte mal, das war die falsche Taste. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Ich wollte nicht saufen. Ah? Ne, da geht's wieder runter, da wollen wir nicht hin. Wir sind ja gerade erst von unten gekommen. Vor dir, Hülle. Reden? Well now, you seem to have your wits about you. Hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Okay, kann ja auch was verkaufen. Repariert die Waffe. Wurfmesser, Brandbombe, blockiert, bedingt Estus-Regeneration. Was? Das macht ja gar keinen Sinn. Inventarverwaltung, Leuchtfeuer, bodenlose Kiste. Anwesenschlüssel. Kaufen. Kann ich auch verkaufen? Krummschwert, Krummsäbel, Rapier. Krass, wie viel hier ist. Kettenrüstung. Aber das wiegt halt alles auch mehr, ne? Anzeige umschalten. Oha! Und Verkauf? Ja, verkaufen. Was kostet der Anwesenschlüssel? Was kostet der denn jetzt? 1000, okay. Und das hier? 1000. In Tarverwaltung. Ich glaube, die bodenlose Kiste ist gut. Die kaufen wir mal. Und den Anwesenschlüssel auch. Das sieht so aus, als ob man es braucht. Und dafür habe ich nicht genug... Ach, guck mal. Deswegen. Das könnte ich halt... Ah, jetzt raff ich's. Das kostet 10. Wird als Projektil verwendet. Aha. Nachricht... Verfassen. Krass, man kann hier... Ach, das ist das, was die ganzen Leute machen. Oh. Kann ich das dann auch bei anderen machen? Ich kaufe immer so ein Ding. Wir sind fertig, danke. Ja, auch Dankeschön. So, warte mal. Ich weiß, dass da oben... Nein, den Grabfürstendiener möchten wir nicht. Ich weiß das hier auch. Wo war es denn? Da vorne irgendwo. Da ist ein Leuchtfeuer, ich weiß das. Hier. So. Weil das ist ja hier auch der Speicherpunkt und so. Bodenlose Kiste. Besitzablage, krass. Und wenn ich die jetzt da reinpacke? Ah. Okay. Ich weiß nicht, wofür die Sachen sind. Ich habe keine Lust, hier zu verlieren. Wertlosen Abfall. Den darf ich nicht wegpacken. Den muss ich behalten. Der ist wichtig. So. Das sind also alles Sachen, die ich in eine Kiste packen kann. Hm? Ja, also den Abfall. Ja, bevor ich den verliere, packen wir den mal mit rein. So. Aufsteigen. Ne, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe die ganzen Dinge verwurstet. Aber es ist ja nicht schlimm. Wir haben ja hier jetzt Respawn, ne? Genau, aber wir fangen mit Kollege Schmalspur hier an. So. Sehr gut. Nächster.
Sehr gut, Nessa. Die beiden Jungs davor. Oh! Jetzt die beiden Jungs davor. Und zwar, wir machen den hier. Mist. Aua. Nicht in die Richtung. Meine Güte. Moment. Haben wir gleich. So, jetzt aber. Hey, wieso habe ich denn nur noch 4 Estus Flask? Kriegt man nicht 10, wenn man rastet? Ich hatte doch vorhin 10. Oh, 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 oh. Auf einmal rasten die völlig aus. Ach, der macht gar nicht voll. Soll ich den mal an? Nee, noch nicht. Das ist schon mehr als ekelhaft, keine Lust. So, machen wir dich. Lassen wir die da oben rumstehen und irgendwas machen. Wir gehen jetzt hier lang. Ja, die geben ja auch Seelen. Passt. Alles geplant, alles geplant. Ich habe fast keine Estus Flask mehr, Mist. Wie der immer mit seinem Hintern wackelt beim Hochklettern, hm? So. Leiche plündern, Wurfmesser. Und hier steht? Pass auf, springen. Aber ich kann auch gar nicht springen. Siehst du? Habe ich doch gesagt. Oh, warte mal. Nett. Manchmal halten die sich schon echt doof auf. Die Gegner. Also die hier zumindest. Die stehen dann da. Ich schlag dich jetzt. Ehrlich. Und du stehst da. Ja, mach doch. So, die unten mache ich nicht. Stattdessen gucken wir mal hier eben. Ach ja, hier war nichts. Oder mache ich die unten? Ja komm, wir machen die unten mit. So. Vorsichtig. Sehr gut. Dann machen wir mal hier ein bisschen Schluck aus der Pulle. Ey, da ist jetzt eine 1 oben links. Was bedeutet die 1? Dass ich keine Estos-Flaskon mehr habe. So. Also, hier waren... Weg mit dir. Auch weg mit dir. Hey, 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 hey. Ich wollte dich auch runterschubsen. Also wenn die da so am Metzeln sind, ne? Da sollte man da nicht reinlaufen. Ich spreche aus Erfahrung. Gut. So ein bisschen weiß ich jetzt mehr. Ich könnte jetzt hier wieder zurückgehen durch den Tunnel zur Ratte, aber ich würde sagen, wir gehen wieder nach vorne. Das war... Hier lang. Dann können wir wieder da hinten zum Lagerfeuer theoretisch gehen. Denn meine Flasks sind hier alle. Ne, zu denen gehe ich nicht mehr, die sind doof. Ihr könnt euch schön da alleine aufhalten. Und danach kann man ja da lang gehen. So, holen wir erstmal die Flasks wieder. Vielleicht kann ich aufsteigen. Moment. Ja, ich kann aufsteigen. So. Beweglichkeit. Erhöht. Auch die Verteidigung.
Ach, ich habe einen Menschlichkeit. Wo habe ich das denn hier? Resistenz erhöht auch Verteidigung wahrscheinlich. Und Vitalität auch. Stärke erhöht den Waffenschaden, ne? Nee. Geschicklichkeit erhöht den Waffenschaden. Dann nehmen wir Geschicklichkeit, denn... Moment. Unheil nach Sieg übergreifen. Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, so, wenn ich jetzt das Kurzschwert nehme, müsste ich ja jetzt mit zwei Schlägen die Dudes hier wegmachen. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr Schaden mache. Ich hoffe doch. Ja, zwei Schläge. Sehr gut. Dann machen wir mal eben kurz den hier. So. Dann können wir jetzt weiter. Vorne bei der Tür, bei der Brücke. Ist alles in Ordnung mit dir? Naja gut, er kann nicht weit genug werfen, das passt. Dann rennen wir mal eben hier durch. Nein! Ich denke, das ist doch ein guter Punkt zu sagen. Machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Wieder bis Zuschauen. Hauen Sie rein. Tschüss.